Auf Reinhold Mennekes Beifahrersitz befindet sich ein außergewöhnliches Exponat. Dieses Prunkstück soll nach einem Vierteljahrhundert veräußert werden. Hoffentlich lassen ihn die Experten damit nicht hängen. Ach ja, an Herrn Mennecke kann ich mich erinnern. Ich habe einen königlichen Kronleuchter mitgebracht und den habe ich seit 25 Jahren und da wollte ich mich jetzt von trennen. Also ich finde den Kronleuchter ganz besonders, weil er so filigran gearbeitet ist, so schön kann keine Rose wachsen. Schön gewachsen ist auch Reinholds Gesichtsschmuck. Reinhold, komm her, das müssen wir einfach mal zeigen. Guck mal da rein. Ja, Reinhold, also diese Ähnlichkeit ist ja wirklich verblüffend. Nur dein Schnurrbart ist weitaus akkurater gemacht, aber dafür nicht so volumig. Stimmt's? Ja, aber dann das angeklebte Mann, da ist echt. So geht's schon wieder los. Reinhold, lass uns darüber reden. Gut. Ich sehe schon, unser Albert kommt zurück. Guten Tag. Mit einem leichten, gewinnenden Lächeln um die Lippen. Könntest recht haben. Ja, so richtig wohl. Ich denke, jetzt hat er was ganz Tolles. Reinhold, wo kommt dieses Schmuckstück her? Weil das hing ja mal nicht in einem gutbürgerlichen Haus. Das war schon etwas Gehobeneres, oder? Also das kommt vom Schloss Biesterfeld in Lippe. Und das hat zuletzt gehangen in der Schnapsbrennerei. Das war also hinter der Wohnraum. Schloss Biesterfeld gibt es nicht mehr. Schnapsbrennerei brennt. Hat gebrannt, brannt richtig. Und da ist jetzt also ein Landwirt mit seinen Maschinen drin. Ja. Und wie bist du an die Lampe dran gekommen? Ich kannte den Eigentümer und der Eigentümer hatte auch einen Brand gehabt und Gott sei Dank konnte ich ihm vorher dieses Schmuckstück abkaufen. Sag mal, wo du bist, brennt's, ne? Oder wo die Lampe ist? Ja, das ist cool. Das ist aber gefährlich. Haben wir eine vernünftige Feuerversicherung hier? Also, ich denke ja. Nicht, dass hier irgendwas nachher, also das wäre ganz komisch, ne? Hätte ich ein bisschen Panik vor. Ja. Wie lange hast du den und wo hing er? Wir haben Silberhochzeit. 25 Jahre. Ich hatte einen 25 Jahre. Ich habe den damals gekauft zu D-Mark-Zeiten und habe ihn jetzt gezügelt in die Schweiz und habe nur beschränkten Wohnraum und irgendwann muss man sich mal auch von Sachen trennen. Dann erzähl du doch mal was dazu. Also meiner Meinung nach ist es eine kleine thüringische Manufaktur, die das Porzellan gemacht hat. Ich kann es am Dekor, an den Farben erkennen. Die kleinen Blümchen sind zwar handgemalt und der Zustand ist eigentlich noch relativ gut. Was für ein Jahrgang hat der ungefähr? Ja. Also das wäre meine nächste Frage gewesen. Wann ist das Schloss abgebrannt? Was ist das Schloss? Das Biesterfeld? Das ist schon sehr, also weiß ich gar nicht. Uralt. Abgebrannt. Also der Leuchter? Ungefähr? Nein. 100 Jahre? Bestimmt. Das Schloss. Ja. Das ist ja jetzt in der Schnapsbrennerei, hat das ja gehangen. Aber das stammt angeblich aus dem Schloss? Ja. Das Schloss ist schon vor über 100 Jahren abgebrannt. Das ist schon weit über 100 Jahre abgebrannt. Also, ja. Dann kann es nicht aus dem Schloss stammen. Dann stammt es nicht aus dem Schloss. Also der Leuchter wurde meiner Meinung nach gemacht, dann bin ich mir ziemlich sicher, um 1910 sowas. Mhm. Das Ganze soll natürlich ein Prunkleuchter sein, ein großartiges Teil. Aber deswegen, mir ist das Teil hier ein bisschen zu klein in den Proportionen. Ja. Also wenn es im adligen Haus wäre, wäre das noch bombastischer und wäre von anderen Materialien. Aber es ist sehr filigran gearbeitet. So schön kann es nicht wachsen. Wunderbar filigran gearbeitet. Es hat ein paar Beschädigungen, das wissen Sie. Ja, haben wir alle in dem Alter. Ja. Hier oben fehlen Messingteile, drei Stück, die sind mal abgebrochen. Ich meine, die Rosetten sind abgebrannt. Die könnte man natürlich wieder ohne große Probleme anbringen. Ja. Meiner Meinung nach sind auch diese Milchglas-Umrandungen nicht original. Sie haben recht. Hab ich recht? Die sind nicht original. Ja, danke. Siehst du, aber du wolltest ihn erst mal testen. Na klar. Ne? Ja, du, also mein Albert, du. Also wer meinen Teil da schlecht redet, da muss ich schon gegenhalten. Nein, ich rede überhaupt nicht schlecht. Ja. Ist gut. Ich stelle nur fest. Ist ja sehr schön. Nein, ist ja Fuchs. Gut, jetzt komme ich mal auf eine andere Frage. Du hast in 25 Jahren, was hast du vor 25 Jahren bezahlt? Also ich habe hab da 4.000 D-Mark für bezahlt. Dann waren wir mal nicht wenig Geld. Nein, natürlich nicht. Das war richtig viereckig Geld. Das Wie viel möchtest du denn heute haben? 2.000. Euro? Ja. Also wieder die 4.000 D-Mark. Ja, so. Mein liebster Albert. Mein Preis? Ja. Liegt zwischen 800 und 1.000 Euro. Ich meine, diese Lampenschirme, die kann man für kleines Geld nachkaufen. Die werden wieder nachgebaut. Ja, okay, dann ist es aber trotzdem nicht original. Verstehen Sie? Ja, es ist so. Also jetzt haben wir natürlich eine kleine Diskrepanz, ja? Also du hättest gerne 2.000 Euro, er sagt 800 bis 1.000 ist es tatsächlich wert. Ich vertraue ihm natürlich immer generell. Du möchtest verkaufen.
Jetzt kennst du den offiziellen Schätzpreis. Was ist, wenn da drin ein Händler sagt, also ich finde das Ding eine Sensation, also sensationell, 900? 900 würde ich ihn wieder mit nach Hause nehmen. 1100? Dann wäre ich bereit, ja. Dann bin ich auch bereit. Du bist nämlich bereit, etwas zu tun, was ich gerne höre. Und dann wünsche ich dir, dass du ganz viel Glück hast und das Ding einfach verkaufst für 2,5. Das ist ja schön, dann lade ich dich ein. Ja, bestehe ich aber nachher drauf. So, das Ding hängen wir nachher wieder rüber irgendwie. Okay. Es war mir ein großes Vergnügen. Mir auch. Und das erste Mal, dass ich gedacht habe, ich moderiere in einen Spiegel. Unglaublich, ne? Unglaublich, ne? Du darfst dem Albert auch noch mal Danke sagen. Herzlichen Dank. Marschier schon mal rüber. Okay. Wir besorgen dir das Ding da rein. Danke dir. Ich habe die Dollarnoten vor der Stirn. Ich würde mich freuen, wenn ich den Preis erziele, den ich mir vorgestellt habe. Ob er mit der Vorstellung von über 1000 Euro auch bei den Händlern durchkommt, wird sich noch zeigen. Grüß Gott. Grüezi miteinander. Grüß Gott. Guten Tag. Grüezi. Sind Sie aus der Schweiz? Ich wohne dort. Deswegen grüezi. Und wo stammt die Lampe her? Die stammt aus dem Schloss Biesterfeld. Seine Adlige. Adlige? Ja. Die Geschichte stimmt doch nicht. Das können Sie nicht erzählen. Der Zustand ist einigermaßen okay. Es fehlen ein paar Blüten. Beziehungsweise die hat der Horst vorhin abgerissen. Die waren aber dran. Ja, okay. Kann man mal wieder draufstecken. Ja. Die Glasschirme, sind die original? Nein, die sind nicht original. Sehen Sie, das habe ich gedacht. Sagen. Die haben mich nämlich ganz stutzig gemacht. Die sind neu. Wissen Sie, wie alt die Lampe ist? Um die 1880. 1880. Also ich habe so eine noch nicht gesehen in der Art, muss ich ganz ehrlich doch, sagen. Doch, ich schon. Ja? Wir hatten auch schon sowas mal hier auch in der Sendung. Aber dieses helle Pressglas zu dem Nein, Porzellan. Da gebe ich Ihnen recht, aber da gibt es auf dem Markt gibt es so viele, die man dann selber individuell noch mal dann ergänzen kann. Na, das ist eben. Am besten wäre, wenn sie original wären. Es ist ein tolles Ding. Jetzt kommt es auf den Preis drauf an. An Interesse scheint es nicht zu mangeln. Doch wer wird am besten verhandeln? Wenn sich keiner traut, sag ich mal. Sag mal was. Jetzt wird's spannend. 200. Der Ring ist aber als Teil von der Lampe oder was? Oder Miete pro Tag oder was? Nee, als Anfangsgebot. Nein, ach so, gut. Ja. Gerne. Kein glücklicher Start. Tja. Würden Sie es denn hergeben für 200 Euro? Nein, das ist eine Beleidigung, finde ich. Nein. Nein. Ja. Nein. Haben oder nicht haben sind 400. Mein Vogelhäuschen kostet ja schon mehr. Wo ist denn das Vogelhäuschen? Das hätten Sie vielleicht mitbringen sollen. Ja gut, ich meine, Abstriche muss man schon machen. Ja, natürlich. Abstriche. Weil die Schirme nicht so genau sind. Na, aber ich denke, du bist Händler, dann kannst du das doch noch ein bisschen aufhübschen. Nein. Das kriegen Sie nie passend dazu. Also, wenn ich noch ein bisschen mehr Zeit gehabt hätte, wären die dran. Dann hättet ihr das nicht gesehen. Das sehen wir schon. Aber sie ist verkäuflich, Fabian. Definitiv. Ja, aber sie darf nicht viel kosten. Deswegen ist der Preis von 200 Euro eigentlich auch ein faires Startgebot. Mehr ist es schon wert, da braucht man nicht reden. Ja, aber die Rosen sind Schau kaputt. Aber Walter, dann mach das doch nicht schlecht. Du kaufst Nein, es nicht in Ruhe. Nein, ich mach die nicht schlecht. Ich sag ja gar nichts. Ja, dann sag doch nichts. Doch, ich darf aber was Ja, du darfst sagen. Das sagen. Ja, siehste, aber sie sind kaputt, die Rosen. Ja, das sehen die doch. Ja, aber wenn meine Kunden kommen, die wollen eine perfekte Lampe. Ja, weißt du hast doch keine Kunden dafür, dann sei doch einfach ruhig. Nein, ich darf schon noch was sagen. Das ist halt so. Das und ist hier interessant. Das hat auch nichts mit schlecht zu tun. Rein und Nein, sagen, das hat doch nichts Scheiße mit Schlechtmachen zu tun. Aber ich gebe dem Fabian recht, 200 Euro ist schon in Ordnung. Ja, ich bin da schon anderer Meinung mit 200 Euro. Um 200 kriegst du kriegst ja nicht einmal das Mittelstück, das handbemalt. Ich mein, also, ich man darf nicht alles schlecht drehen. Das sind schöne Lampen um 1900. Ich sag nur, mir steht jetzt nur das da unten. Genau, ich rechne jetzt 200 Euro für die Lampe. Dann drei Schirme pro Stück. Für einen guten Schirm bezahlt man 100 Euro. Sind 300 Euro, sind wir bei 500. Plus die Rosen machen lassen, kosten nochmal 200, sind wir bei 700 Euro im Einkauf. Und da muss man es verkaufen. So ist meine Rechnung. Dann bist du raus. Dann bin ich raus. Tja, wer ist dann überhaupt noch drin? Was haben Sie denn im Kopf für eine Zahl? Das sind Tausende um 1200 Euro. Das wären. Sehen Sie die Kiste? Das wären mit Rückschritt. Mit Rückschritt wäre das jetzt ganz ein anderer Rot. Das wäre der normale Händlerpreis, der die schon. Was haben denn die Experten bewertet?
Der Experten? Mhm. Ja, die haben eine Preisvorstellung, haben die gesagt. Herr Mennecke flunkert jetzt natürlich auch bei den Händlern. Ich habe nie gesagt, die Lampe ist von 1880. Ich habe nie gesagt, die Lampe ist 1200 Euro wert. Aber bei der Preisvorstellung werden wir wahrscheinlich heute kein Geschäft machen. Würdest du dein Gebot noch erhöhen, Fabian? Nee. Also um 100 Euro vielleicht noch. Aber nein, nein. 300? Ja. Nein, nein. Das ist alles. Schade. Danke, dass Sie da waren. Danke. Wünsche Ihnen was, gell? Wiederschauen. Ciao. Das war wohl ein Satz mit X. Zwischen Verkäufer und Händlern gibt es einen ganz normalen Ton, in dem man verkehrt. Und der ist natürlich höflich und der widerspiegelt unsere gute Kinderstube. Und ich denke, das sollte auch hier der Fall gewesen sein. War es nicht und deswegen ging die Sache schief. Ja, das ist halt, man kauft sich Arbeit. Das der Mann hat doch schon recht, ja. Mit 1500 Euro. Ludwig, das Ding ist Fritte. Was willst du denn da bezahlen? Das Ding ist abgesägt. Ja, gut. Ja, da kann ich aber doch keine 1000 Euro für bezahlen, wenn das Ding ein Fritte ist. Ja, jetzt müssen wir aber auch mal Butter bei die Fische tun. Wenn ich dann höre, das wird schlecht geredet, das Ding ist schlecht. Na, schlecht ist nicht. Doch, das ist kaputt. Hallo, können wir uns wieder ein bisschen beruhigen? Jetzt ist es eh vorbei. Jawohl. Ja, jeder hat seine Meinung. Ja, freilich. Was soll ich sonst sagen? Ja, im Händlerraum ist es überhaupt nicht gut gelaufen. Ich glaube, die haben kein Geld dabei gehabt und darum haben sie so teilweise der Walter den Kronleuchter sehr schlecht geredet. Wenn das halbe Lumpe Fritte ist, es sind Stangen abgeflext, weil das Ding zu lang war. Und will dann hier in der Mitte 1500 Euro oder einen Tausender für so einen Sperrmüll haben. Gibt es nicht. Das ist eine Antiquität. Alles richtig, aber das Ding ist fertig. Und dann hat es nichts mit Schlechtreden zu tun. Es ist einfach nur die Wahrheit. Ganz einfach.